die Lieblingsserie am Abend, die Heizung in der Nacht oder der lebensnotwendige Kaffee am Morgen. Für alles brauchen wir Strom. Vor allem bezahlbaren, der sich auch ja, im besten Fall unserem Leben anpasst. Wer uns schon eine Weile begleitet, entweder hier oder auf Instagram, wird wissen, wie ja, motiviert und auch neugierig wir sind. Manchmal wie so ein kleines Kind, um unser Leben in möglichst jeder Hinsicht unabhängiger und auch ja, freier zu machen. Denn wisst ihr, je mehr wir uns von diesen Abhängigkeiten im Leben lösen, desto kreativer und selbstbestimmter können wir auch unsere Entscheidungen im Leben treffen, so dass es zu unserer ja, perfekten Vorstellung von einem Leben passt, so wie es auch unser Urinstinkt uns nicht ohne Grund mit auf den Lebensweg gegeben hat. Das ist zum Beispiel bei den Finanzen so, die Art, wie wir reisen als Familie, auch mal ohne Plan losfahren und schauen, ja, was auf der anderen Seite an neuen Abenteuern und Erlebnissen wartet und uns begegnet. Dann ist es das Food, das wir zum Teil im Garten anbauen. Es ist aber auch der Part Energie, denn Strom ist in den letzten Jahren für uns alle spürbar zu einem, doch wie ich finde, eher unkalkulierbaren Faktor geworden, was die Kosten angeht. Und da liegt es natürlich nahe, sich auch dahingehend so ein bisschen unabhängiger aufzustellen. Denn ohne Strom gibt es keine Do-it-yourself-Pizza, keine Netflix-Abend mit Freunden, ja, ganz zu schweigen von frischen neuen Videos hier auf diesem Kanal. Ohne Strom wäre vieles dunkler. Deshalb zeigen wir euch heute, wie wir unser Schwedenhäuschen stromseitig ein wenig upgraden, was übrigens auch super spannend sein kann für Mieter, die entweder über einen eigenen Balkon verfügen oder eine größere Terrasse oder allgemein irgendwo eine Freifläche haben. Und die Idee ist wirklich so smart, dass sie zum einen für absolut jeden erschwinglich ist, sie uns auch dann Strom liefert, wenn mal nicht die Sonne scheint, super wichtiger Punkt, denn dann wird die ganze Sache erst rund und sinnvoll. Und zum dritten macht sie uns unabhängiger vom örtlichen Stromversorger. Und wenn wir jetzt da so an die Zuverlässigkeit des deutschen Stromnetzes denken und die Krisen in dem Energiesektor, gar keine so schlechte Idee, oder? Wenn euch der Part Autarkie und Stromerzeugung genauso catcht wie uns und ihr vor allem vorhabt, eure monatlichen Stromkosten spürbar zu reduzieren, egal ob mit einem Eigenheim oder mit einer Wohnung, dann lasst uns mal gemeinsam schauen, was wir da gerade im Garten zu stehen haben. Wir haben uns schlussendlich für ein Balkonkraftwerk entschieden, nämlich das Solex RS50B von Anker, weil es ja aus unserer Sicht irgendwie die beste Komplettlösung darstellt und laut Kritik im Netz soll es sich angeblich um das langlebigste Balkonkraftwerk ever handeln. Wie einige von euch wissen, nutzen wir bereits seit über knapp einem Jahr unsere mobile Solarbox, mit der wir Laptops, Handys, Kameraakkus und Co. laden. Manchmal kommt auch der Toaster und Milchaufschäumer dran. Aber wie der Name schon sagt, mobile Solarbox eignet sich eben nur für den mobilen Gebrauch oder für so eine Spielerenzchen. Aber sie speist eben keinen Strom ins Hausnetz ein. Und das System von Anker soll praktisch diese Lücke schließen, mit der wir dann Strom ins Hausnetz einspeisen, aber nicht ins Stromnetz. Denn wir möchten wirklich nur den Strom erzeugen und hier reinbekommen, den wir auch im Alltag wirklich brauchen. Vor allem, wenn wir jetzt an unseren Kühlschrank denken, die Warmwassererzeugung in unserem 170 Liter Wassertank im Hauswirtschaftsraum, den Backofen, die Beleuchtung und vor allem auch die Abluftwärmepumpe, die wiederum die Fußbodenheizung betreibt, also gerade so in den Herbst und Winter hinein, wenn die Temperaturen dann wieder ein bisschen runtergehen. An der Stelle vielleicht nochmal erwähnenswert, wir haben bei dem System einen zusätzlichen Speicher mit an Bord, der diese gesamte Idee von der eigenen Stromerzeugung erst so richtig sinnvoll und effizient macht. Denn am Tag, wenn die Sonne scheint, wird die Batterie praktisch aufgeladen und abends fließt der Strom dann aus dem Speicher direkt ins Hausnetz. Also da, wo du ihn am Ende natürlich auch brauchst, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Bei dem Speicher handelt es sich übrigens um eine Lithiumbatterie mit einem entscheidenden Unterschied zu herkömmlichen Speichern. Die meisten haben nämlich Lade- und Entladezyklen von etwa 3000. Bei dieser Ankerlösung haben wir jetzt 6000. Das heißt also, dass die Lebensdauer und auch die Leistungsfähigkeit um viele Jahre verlängert wird. Übrigens auch ganz wichtig, den Speicher am besten nicht direkt in die Sonne stellen, irgendwo schattig oder am besten im Hauswirtschaftsraum, also da, wo ihr die Anlage gut montieren könnt. Und auch darauf achten, dass sie nicht Minusgraden ausgesetzt ist, damit einfach die Speicherfähigkeit nicht beeinflusst. Mit der Batterie lassen sich übrigens bis zu 1,6 Kilowatt Strom speichern. Diese Speicherfähigkeit könnt ihr ganz einfach verdoppeln, also mal zwei nehmen, indem ihr einen zweiten Akku installiert, dann landen wir am Ende bei 3,2 Kilowatt. Klingt auf jeden Fall in der Theorie erstmal nach ja, einem langen, entspannten Kinoabend mit guten Freunden. Auf den Akku gewährt Anker übrigens eine 15-jährige Lebensdauer und 10 Jahre Garantie. Im Lieferumfang natürlich auch enthalten, das Allerwichtigste, nämlich die Solarmodule, zwei Stück an der Zahl, die auch sichtbar größer sind als ich mit meinen 1,80 Meter. Ja, dafür bringen sie aber auch ordentlich Leistung mit 540 Watt Leistung je Paneel, also insgesamt 1080. Auf die beiden gibt es von Anker auch nochmal übrigens 12 Jahre Garantie.
Was ich bei diesem Balkonkraftwerk so absolut alternativlos finde, man kann es einpacken und an einem ganz anderen Ort wieder aufbauen, installieren und Strom einspeisen. Das geht mit so einer fest verbauten Solaranlage, wenn ich jetzt komplett die ganzen Dächer voller Paneele habe und alles im Technikraum fest verbaut habe. Natürlich nicht. Und das macht es eben so mega flexibel. Ihr könnt die Anlage zum Beispiel, also die Paneele aufbauen auf dem Boden, im Garten, auf einem Flachdach. Oder wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, dass wir uns in Schweden ja so eine kleine Base aufbauen wollen. Absolut reizvoller Gedanke. Zuletzt haben wir dann noch den Wechselrichter, super, super wichtig, um den Gleichstrom, der über die Solarmodule dann reinkommt, einfach in Wechselstrom umzuwandeln, damit sich eben auch alle elektrischen Geräte im Haus nutzen lassen. Der ist von Serie aus auf 600 Watt gedrosselt, lässt sich aber entsprechend auch auf 800 Watt upgraden, wenn die gesetzlichen Regelungen es zulassen und der Staat dann die Gesetze entsprechend verabschiedet, dass man am Ende bis zu 800 Watt auch einspeisen kann. Das geht ganz easy über die Anker-App, einfach nur eine kleine Einstellung vornehmen und fertig. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, die Solarpaneele haben extrem kurze Kabel, hätte deutlich mehr Spiel sein können, denn unser Plan ist, die Dinger auf dem Holzschuppen draußen aufzustellen, den ich die letzten Wochen zusammengewerkelt habe, wo sich die Fahrräder drinnen befinden, also einfach aufs Dach drauf, Südwest ausgerichtet und fertig. Aber nicht weiter tragisch, Verlängerungskabel sind bestellt und wir installieren dennoch die ganze Anlage erstmal auf dem Boden im Garten, um erstmal zu gucken, was da so passiert und ob wirklich so viel Strom reinkommt, wie ich mir das in meiner Theorie erstmal vorgestellt habe. Im ersten Step packen wir erstmal die Paneele und Bodenhalterung aus. Diese lassen sich übrigens in ganz unterschiedlichen Winkeln einstellen, sodass man sie einfach bestmöglich in Richtung Sonne ausrichten und den Winkel bei Bedarf auch nochmal anpassen kann. Winkel passt. Als nächstes verbinden wir den Wechselrichter mit dem Speicher, den wiederum mit den beiden Paneelen und am Ende kommt der Stecker des Wechselrichters in die Steckdose. Fertig. So, und jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt schalten wir den Speicher ein und installieren parallel die Anker-App auf dem Handy. Könnt ihr übrigens ganz einfach machen mit dem QR-Code, den ihr in der Anleitung findet. Ganz wichtig bei der Sache ist auch noch, dass ihr euer WLAN-Netz zu Hause auf 2,4 GHz einstellt. Ist einfach nur wichtig für die App-Installation. Wir haben jetzt insgesamt 2 Stunden gebraucht und das Balkonkraftwerk ausgepackt, installiert und in Betrieb genommen. Und dank der Plug-and-Play-Installation ging es auch super flott. Wir brauchten dafür noch nicht mal einen Elektriker. Lediglich beim Transport und Aufstellen der Paneele sollte man sich auf jeden Fall Hilfe hinzuziehen, denn die Paneele sind nicht nur groß und sehr sperrig, sondern auch ordentlich schwer. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die auf ein Flachdach zu packen oder auf ein Carport irgendwo drauf, dann sollte man sich auf jeden Fall helfende Hände hinzuziehen. Sicherheit geht auf jeden Fall vor. Auf dem Handy können wir jetzt über die App ein paar sehr, sehr coole Sachen einstellen und vor allem auch checken und nachvollziehen. Ihr könnt zum Beispiel schauen, wie viel Strom in diesem Moment gerade reinkommt. Also wie viel am Tag, wie viel in der Woche, im Monat und natürlich auch im ganzen Jahr, um so ein kleines Resümee zu ziehen. Wir können den aktuellen Ladestand des Speichers einsehen, die Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks, die Ersparnis, also das Geld, was ihr erst gar nicht ausgeben müsst, weil ihr ja ins Hausnetz einspeist. Zur genauen Berechnung könnt ihr auch den Kilowattpreis angeben, den ihr aktuell bei eurem Stromversorger bezahlt. Und was ich wirklich extrem cool und smart finde, ihr könnt euch euren eigenen Energieplan erstellen und zum Beispiel auch bestimmen, zu welcher Uhrzeit der Strom aus der Batterie ins Haus gespeist werden soll und wann aus den Solarmodulen. Wir stellen die App ja so für uns ein, dass wir zwischen 9 Uhr und 20 Uhr Strom ins Hausnetz einspeisen, bis zu 200 Watt Leistung und alles, was darüber erzeugt wird, damit wird dann praktisch der Speicher wieder aufgeladen. Und abends ab 20 Uhr wird dann praktisch der Speicher angezapft und darüber versorgen wir uns dann in den Abend hinein. Wäsche waschen ist ja so ein bestes Beispiel. Das kannst du am Tag machen, wenn die Sonne scheint, dann
ziehst du den Strom über die Paneele, das kannst du am Abend machen, dann ziehst du den Strom über die Speicher, also da bist du wirklich total flexibel und frei und das gibt dir natürlich sehr viel Spielraum in der Art und Weise, wie du deine Geräte auch im Alltag nutzen möchtest. Wenn ihr jetzt vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht habt, so ein Balkonkraftwerk bei euch zu Hause zu installieren und zu nutzen, dann kommt man natürlich schnell auf die Frage, und die habe ich mir damals auch gestellt, wie viel Geld lässt sich eigentlich mit so einer Anlage, mit einem Speicher von 1,6 Kilowatt Kapazität aufs Jahr hochgerechnet einsparen? Laut Anker erreicht man mit diesem Komplettpaket und Speicher eine Eigenverbrauchsquote von 90%, was ja schon mal sehr ordentlich ist. Und im Laufe von 25 Jahren Laufzeit soll man über diesen Weg 9.828 Euro Stromkosten einsparen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kommt man denn auf so eine kryptische Summe? Wir nehmen die hochgerechnete jährliche Leistung von 1.092 Kilowatt mal 90% Eigenverbrauchsquote mal 40% Stromkosten je Kilowattstunde mal 25 Jahre Laufzeit. Aktuell liegt unser Kilowattpreis hier zu Hause über den Stromversorger bei 29 Cent. Wenn wir jetzt mal ein, zwei Jahre zurückschauen, da waren wir bei fast 50%. Also es ist schon deutlich günstiger geworden. Allerdings wissen wir auch, der Strompreis ist ein mittlerweile sehr volatiler Faktor. Er kann sinken, aber er kann aber eben auch sehr stark steigen. Und mit so einem Balkonkraftwerk können wir uns schon spürbar abkoppeln von dieser Energiepreisentwicklung am Markt. Aber vielleicht ist das ja auch so ein Plan für eure Zukunft. So, ich habe gerade gesehen, die Sonne scheint und jetzt schauen wir mal, was die Anlage eigentlich so kann. Also es ist zwar ein bisschen bewölkt, aber es kommt dennoch ordentlich rein und es reicht aus, um fast 800 Watt einzuspeisen, die sich übrigens aufteilen in 135 Watt, die in den Speicher fließen. Der ist übrigens zu 99% aufgeladen, den zapfen wir dann abends an, wenn die Sonne dann schon lange untergegangen ist. Und 661 Watt, die gerade in das Hausnetz fließen. Ich habe übrigens gerade den Wechselrichter von 6 auf 800 Watt erhöht, um einfach mal zu gucken, was da so passiert. Schalte es aber jetzt wieder um, weil rechtlich gesehen es nur erlaubt ist, bis maximal 600 Watt einzuspeisen. An der Stelle der App auch super spannend. Der Energieplan, habe ich vorhin kurz erwähnt, wo sich einstellen lässt, in welchem Zeitraum praktisch der Strom, der eingespeist wird über die Solarpaneele, direkt ins Haus gespeist werden soll und ab welcher Wattleistung die reinkommt. Also wenn wir zum Beispiel über 200 Watt liegen, dass alles, was da drüber eingespeist wird, direkt der Speicher damit geladen wird, damit wir ihn abends oder nachts auch nutzen können. Und je nachdem, ob wir Winter- oder Sommerzeit haben, lässt sich dieser Energieplan natürlich auch immer super einfach individualisieren. Und das ist wirklich eine sehr, sehr smarte und coole Geschichte. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie happy wir gerade darüber sind, so ein Balkonkraftwerk endlich mit unserem Schwedenhaus koppeln zu können. Die Idee hatten wir schon wirklich sehr, sehr lange, aber die Möglichkeit hat sich einfach bis jetzt nicht so wirklich ergeben. Umso mehr freut es mich einfach, dass wir aktuell mit der Leistung, die auch jetzt gerade in diesem Moment reinkommt, mehr als unseren Grundstrombedarf decken können und parallel einen Speicher aufladen, den wir dann abends nutzen können. Also super, super cool. Natürlich haben wir die Anlage noch sehr frische Nutzung, sodass wir keine Langzeiterfahrung haben, aber diese Updates möchten wir dann auch gerne mit euch teilen. Vor allem, was so passiert nach einem Monat und nach einem Jahr, dass man mal so ein Resümee zieht und einfach mal guckt, wie viel Strom ist denn reingekommen? Wie viel Geld habe ich eigentlich damit gespart? Und die wichtigste Frage überhaupt für uns alle, ab wann rentiert sich eigentlich so eine Anschaffung? Um so eine Anlage auch effizient zu gestalten, muss natürlich auch die Sonne scheinen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das sollte in Zukunft unser geringstes Problem sein. Ganz im Gegenteil. Und für wen das Solex RS50B Balkonkraftwerk jetzt super spannend ist und wer einfach weitere Informationen dazu benötigt, der findet in der Videobeschreibung alles, was wichtig ist, wie mögliche Rabattaktionen, Angebote, Zubehör, alles, was ihr einfach dazu wissen müsst. Auf diesem Wege auch nochmal, interessiert mich natürlich brennt eure Meinung, eure Gedanken. Habt ihr schon Balkonkraftwerk oder würdet ihr gerne eins haben? Wie sind eure Erfahrungen? Lasst sie uns gerne teilen, denn nur so können wir natürlich auch voneinander profitieren und vor allem lernen. Bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert gerne unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Schaut gerne auch auf Instagram vorbei für weitere Updates zu unserem Balkonkraftwerk. Und wir sehen uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder. Passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis bald.